Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Minecraft-Server von Tim. Ja, wir befinden uns jetzt unter Dach, wie ihr schon sehen könnt. Und bevor wir hier jetzt irgendwas machen, muss ich jetzt mal ganz kurz das ganze Firefox beenden. Und jetzt hat er sich... Ja, sorry. Ich habe nämlich gerade die ganzen Trailer zu oder Teaser zu Modern Warfare 3 angeschaut. Ich freue mich so auf das Game. Aber zunächst befinden wir uns hier in Minecraft auf Minecraft. Ja, wenn du Admin bist und Gott eingestellt hast, dann kannst du nicht sterben. Mal nur so angemerkt nebenbei. Ja, also ich habe mein Dach fertig gebaut. Und ja, es hat sich auch erinnern ein bisschen was getan. Unter anderem habe ich jetzt zwei Hunde. Einmal der da und einen anderen, der sich dahinter verbirgt. Allerdings ist dieses System leicht abgeschaut, und zwar von DocM77 oder so. Das ist ein deutsch-englischsprachiger Kommentator, der aber überwiegend also die ganzen Let's Plays auf Englisch macht. Bin schon dabei. Und jetzt werde ich euch ja mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar habe ich dafür so Goldkackteile verwendet. Und wenn ich jetzt eben diesen Ding-der-Knopf drücke, dann kommt mein Hund herausgefetzt. Und dann kann ich den rausholen. Und ja, also muss ich dann das Minecart zerschlagen. Das können wir mal kurz machen. Zack. Und jetzt habe ich ihn und jetzt kann ich mit dem lalala spazieren gehen. Und wenn ich den wieder reinsetzen möchte, muss ich ihn bloß auf die Schienen legen. Bisschen weg von dem Speed-Teil. Dann setze ich da das Teil drauf und gebe wieder Gas und schon ist er wieder drin. Und dann gebe ich nochmal Gas und funktioniert es nicht, warum auch immer. Und dann ist er wieder weg. Ja. Und die Fackel gehört dann normalerweise nicht hin. Hier ist es noch ein bisschen dunkel, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das machen werde. Ja, ich war wieder ein bisschen in Höhlen unterwegs. Ich habe jetzt schon unglaublich viel Eisen. Es ist so krank. Und nochmal zwei Spawner oder so habe ich gefunden. Es ist echt übel. Ein bisschen fischen war ich, so nebenbei. Und Holz habe ich jetzt auch ein bisschen mehr als am Anfang. Und ihr fragt euch jetzt sicher... Da waren doch früher mal ein paar Diamanten und Redstone und so drin. Ja, das habe ich alles nicht verbraten, nein, sondern versteckt. Und zwar gibt's einen kleinen Geheimraum. Dazu kommen wir aber gleich. Erst schauen wir uns mal die obere Etage an. Da hat sich noch nicht recht viel getan. Einfach nur ein Deck, ein Dings uns reingezimmert, hier ein Dach drüber, einen kleinen Balkon. Und ja, wie man hier auch sehen kann, gibt es hier einiges, wow, das sich verändert hat. Ich bin jetzt gerade wieder angekommen. Ich war beim Kumpel, bisschen Black Ops auf der Xbox gezockt und jetzt eben gerade noch die ganzen MW2 Trailer angeschaut. Das wird mit Sicherheit ein richtig geiles Spiel. Aber nicht hypen, weil dann kann es nur gut werden. So, auch wenn ich jetzt hier so reingegangen bin, normalerweise komme ich immer andersrum rein. Und ja, ihr fragt jetzt mit Sicherheit, wo habe ich meinen kleinen Bunker oder, ja, ich nenne ihn jetzt mal Bunker versteckt. Und zwar eigentlich ein bisschen offensichtlich, ich weiß. Und zwar muss man hier einfach nur da reingehen. Wer sich jetzt gerade fragt, was steht auf dem Schild, und zwar da hat jemand mal lustigerweise gemeint, er baut da Sand hin. Und dann habe ich mir gedacht, fick dich. Und ja. Ich habe auch hier extra noch hingeschrieben, Achtung, was, also, okay, dann hat er wohl das falsche Schild gemeint. Normalerweise steht hier, da hat sich wohl wieder jemand einen Spaß erlaubt hier, na, Kinder. Ja, das machen wir aber anders, weil sonst fällt das obere Kiesteil runter und dann, bah. Normalerweise steht hier, Achtung, Ausrufezeichen, Tod, Achtung. Weil wenn man hier runterspringt, stirbt man, wie man vielleicht leicht sehen kann. Und um das zu aktivieren, dass man da nicht stirbt,
muss man ganz einfach hier reingehen, dann eben in den geheimen Geheimraum, der total geheim ist, einfach im Keller, hier den Hebel drücken und dann kann man eigentlich schon wieder aufhören, weil man muss es ja wieder zurücksetzen. Weil jetzt wird nämlich durch die Redstone-Leitung, die ich verlegt habe, das System ist im Prinzip das gleiche, wie ich bei meinem Atomkraftwerk verwendet habe. Und jetzt fließt unten Wasser. Und jetzt können wir ganz problemlos runterspringen. Und jetzt sind wir hier unten und können nun in unseren geheimen Geheimraum reingehen. Der sieht eigentlich relativ simpel aus. Und da drin befindet sich meine ganzen wertvolleren Sachen. Okay, Redstone ist jetzt vielleicht nicht so wertvoll, aber ein paar Wertschätze, sage ich jetzt mal. Und natürlich ist dieser Raum auch gesichert und alles, aber man kann hier sowieso nicht rein. Um das Wasser wieder zu beenden, muss man einfach nur hier nach hinten gehen. Und hier ist auch nochmal alles gesichert, damit keiner hier dann irgendwie sich durchgraben kann. Und hier sieht man schon, hier kommt die Redstone-Leitung raus. Zuerst hatte ich das ein bisschen anders. Dann hat mich Tim darauf hingewiesen, dass es doch viel einfacher geht, nach oben sich zu bauen. Und das habe ich dann auch nochmal gemacht. Und jetzt geht quasi die Redstone-Leitung komplett hier runter. Und die aktiviert dann, wenn man einschaltet, das Wasser eben in diese Richtung fließt. Das ist im Prinzip das gleiche System wie bei meinem Atomkraftwerk. Weil nämlich das Wasser irgend so einen Bug hat, wenn es so eingebaut ist, dann kann man, wenn die Redstone-Leitung aktiviert wird, dann fließt es in die Richtung. Und wenn man es dann wieder deaktiviert und man die Dinger so hinsetzt und dann zuerst den und dann den, weil wenn ich jetzt zuerst den abbaue und dann den, dann fließt es in die Richtung. Und deswegen kann man es dann einfach wieder resetten, indem man es einfach nur so macht. Und zack, fließt kein Wasser mehr, das Wasser fließt nur alles hierher, dann da unten durch. Aber das geht ja nicht und deswegen hat sich das somit erledigt. Hier ist noch eine Workbench. Und ja, dann kann man hier ganz bequem wieder rausgehen, wenn man das Wasser sozusagen beseitigt hat. Und dann kann man natürlich jetzt halt überlegen, wie kommt man da wieder hoch. Und das geht halt auch nur, indem man halt wieder auf Slash Warp oder Slash Home oder Slash was weiß ich macht. Ich hab hier, also einige sind hier schon runtergefallen, was ich so an Nachrichten erhalten habe, möchte ich jetzt mal sagen. Bei einem, der als erstes runtergefallen ist, dem habe ich seine Sachen wiedergegeben. Aber der hätte ich eine richtig fette Beute gemacht. Zwei Dierspitzhacken, Haufen Eisen, Schaufeln und so. Und ja, ich habe dem alles wiedergegeben. Weil das wäre ja ein bisschen unfair. Und jetzt muss ich gerade überschauen, überlegen. Ich muss das da wegbauen. Und jetzt kann ich das da wegbauen. Genau, und jetzt ist gerade der Kies auf mich drauf gefallen. So, und jetzt bauen wir einfach das dahin. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Achtung. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Schatten ist tot mit D oder mit D, T, 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 D. Ich schreibe einfach einmal so und einmal so. Dann können Sie sich aussuchen, was richtig ist. 1, 2, 3. Achtung, 1, 2, 3. So, weil jetzt können wir das Ding wieder da drauf stellen, genau. Und jetzt haben wir ein Problem, weil jetzt passt der Kieskackteil da nicht mehr. Das müsste aber auch kein Problem sein, wenn wir mal einfach das Teil hier hinbauen. Und die auch. Dann müsste ich doch das rein theoretisch wieder hinsetzen können, genau. Und hier kann man ohne weiteres rübergehen, solange man die Shift-Taste hält. Und Connection Reset. Wunderbar. Das ist ja jetzt besonders gut gelaufen. Warum muss der jetzt da abkacken? Und wie, ich falle jetzt dann runter. Puh. Aber im Moment ist ein großes, tiefes, schwarzes Loch. Und es wird auch schon wieder dunkel. Und ich habe doch da vorher irgendwo gesehen. Da hat so ein
Arschwichser, Idiot gemeint, der müsste sich's da runterbauen. Und dann das nicht mehr aufbauen. Wenn ich den Sack erwische, der das gemacht hat, ja, der bekommt von mir eine Schelle. Super. Zack. Slash home. Und jetzt wieder zack. Eigentlich müsste man das Ganze noch ein bisschen mieser machen, damit man die Sachen gar nicht mehr haben kann. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, ich mache unten so ein Lavabecken noch hin. Oh oh. Ja. Ein Lavabecken hin und dass man quasi, wenn man runterfällt, direkt in die Lava reinfällt, damit man sich die Sachen nicht wiederholen kann. Auch ist es dann zwar ein bisschen blöd, weil wenn ich runterfall, bin ich auch gearscht. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Es wäre rein theoretisch möglich, sowas zu machen. Weil dann, weil ich muss einfach nur dran denken, dass ich da unten immer den Hebel gleich betätige. Eigentlich reicht es auch, wenn ich da unten so einen Druck schalte, so ein einmal drauf Ding tauf, Teil ta Ding ta ta tung ta ta ti ding mache. So, ist bloß ganz am Rand. Zack. Haben wir wieder alles bekommen. Wäre ich mir jetzt zwar nicht so sicher. Und jetzt ist halt die Frage, dass wir quasi dann hier einen Lavateil hinmachen, der quasi von der Seite herkommt. Wenn man quasi das Wasser drauf fließt, dann wird es einfach nur Stein. Und wenn man das wieder beendet hat, dann kann man den Stein wieder wegkloppen und die Lava fließt wieder drauf. Weil dann kann kein so ein Arschloch, wer auch immer das war, ist es mir egal. Das machen. Er muss ja nicht dabei meinen Geheimräumen da umeinander schnurken. Ist jetzt natürlich eine faszinierende Frage, wie man so etwas macht. Ich grabe mich einfach mal hier ein bisschen runter. Das werde ich, glaube ich, noch nicht überleben. Das glaube ich auch noch nicht. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich im Moment sehr viel sehen, das dürfte ich überleben. Ja. So, und jetzt bauen wir uns da einfach wieder hoch mit Cletstone oder Cleanstone. Und wie gesagt, wenn ich den Kerl erwische, der das gemacht hat. Ja, wenn du dich unter den Betroffenen befindest, bring mir wieder so viel Cletstone mit, wie ich jetzt gerade dafür gebraucht habe. Du AA. So, wieder ein da drauf. Wieder ein bisschen Sand. Wieder eins weiter runter, oder? Noch eins weiter runter. Da gehört nämlich dann die Kacke hin. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und ich will nichts irgendwie von hören. Ja, da brauchst du nicht so ein Loch machen hier. Du brauchst nicht reingehen, das ist mein Teil, ja? Scheiß Arsch. Das muss ich jetzt mal ganz klar so sagen. Ich komme auch nicht zu dir hin und baue irgendwas um. Zipfe. Na gut, einmal kurz mit der Spitzhacke das schwarze Schaf. Töten. Fast. So, passt doch jetzt, oder? Haben wir das Wasser unten aufgehört? Nein. Normalerweise nicht, genau. So, aber wir müssten doch jetzt wieder hier hinkommen und fast jetzt ist natürlich wieder mein komplettes Inventar verkackt und ich glaube ich habe, also habe ich jetzt als erstes, ja, okay, also wie ihr gesehen habt, es fließt dann falsch und mich würde mal interessieren, was dieses Time oder Timolands heißt. 10, was auch immer das sein soll. Es interestiert mich. Okay, home.
Dann werden wir doch das jetzt mal hier im Video ausnahmsweise bauen, damit ihr mal seht, damit dann die Leute auch gleich wissen, aha, da unten ist was. Und jetzt habe ich natürlich unten wieder das Wasser vergessen anzumachen. Und ich baue da jetzt echt, habe ich noch ein bisschen Cleanstone dabei, ja, habe ich noch. Und ich mache auch mal noch was anderes. Und so, das brauchen wir, das brauchen wir. Dann machen wir hier mal das weg. Und hier seht ihr schon, hier geht es zur Redstone-Leitung hinter. So, zack. Und dann müsste das jetzt schon passen. Ja. Das lasse ich jetzt mal noch so, das Wasser. Und ja, es ist da. Und jetzt müssen wir da durch. Und jetzt müssen wir da hoch. Zack, zack. Das wieder abreißen. Dann wieder nach unten gehen. Ist zwar jetzt hier eher fast schon wieder ein Let's Play, könnte man fast meinen. Jetzt müsste ich doch den abreißen können, genau. Das heißt, hier fließt dann die Lava durch. Und die Lava sollte fast von da kommen. Oh Gott, oh Gott. Nein. Das war doch mal ein schöner Fail. Ich hab's vergeigt. Hat super funktioniert. Dann wissen jetzt wenigstens schon mal die anderen, was ihnen passieren wird. Ja, musst schon ein bisschen schneller laden. Ja, das dürfte weg sein. Slash Home. Dann werden wir es doch mal kurz löschen. Und vielleicht hat es ja irgendwas noch weggefetzt, was ich nicht glaube. Aus diesem Grund werden wir gleich mal noch eine neue Spitzhacke mitnehmen. Genauso wie einen neuen Eimer und noch einen Wassereimer und noch ein bisschen Kacke. Gelaufen. Boah. Nein, und jetzt ist es zu Obsidian geworden. So eine fucking Kacke. Ja, wie ihr gemerkt habt, hat das alles wunderbar funktioniert. Und jetzt passt es auch nicht, weil wir müssen ja den Block wegbauen. Dann müssen wir auf Home gehen. Dann müssen wir uns jetzt wieder die Diamantspitzhacke holen, die ich hoffentlich hier noch irgendwo habe. Genau. Zum Glück bin ich nicht mit der guten runtergegangen. Und die war eh schon fast kaputt. So. Jetzt haben wir hier einen schönen Obsidianblock. Den müssen wir jetzt fast mal zerstören. Und das finde ich immer so blöd an Servern, weil es halt immer. Du kannst nie sicher sein, ob es auch wirklich dann der Platz ist, wo du hin denkst, dass er denkt, dass es dahin geht. Also ich werde jetzt das Ganze anders machen. Und zwar den Obsidianblock werde ich mal beenden, auf die Seite legen. Dann werde ich mal kurz die Diamantspitzhacke hier versichern. Und wir haben kein Glas, sondern wir haben gar nichts mehr. Wir haben alles verloren. Na gut. Das heißt, dass wir diesen Block wieder beseitigen müssen. Wieder auf Home gehen müssen. Wieder Glätzdown brauchen. Dann nehme ich mal die Hälfte von der Hälfte, also 8 mit. Und irgendwas habe ich doch gekommen. 42 Leitern, Gott sei Dank. Und mein ganzes Holz. Naja, ein bisschen was war es ja noch. Und jetzt brauchen wir wieder einen Lava-Eimer. Unsere Eimer haben sich schon dezimiert. Finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Aber gut, was will man machen, gell? So, und wehe, du vergeigst es jetzt nochmal.
kommt jetzt da der Stein drauf. Und wenn jetzt da oben das runterläuft, dann müsste es zu Stein werden. Genau. Das heißt, nur wenn man Wasser reinkippt, funktioniert's. Und wenn ich jetzt da wieder durchgehe und das Wasser jetzt stoppe, ohne Schaufel, und jetzt wieder runtergehe, dann habe ich jetzt wieder den normalen Cobblestone da. Genau. Und dann muss ich nur noch den Cobblestone beseitigen. Dann fließt die Lava wieder hin. Und ich habe wieder frei Haus. Wunderbar. So würde ich doch sagen, funktioniert das. Ich darf echt bloß nicht vergessen, diesen Kackschalter oben zu drücken. Weil sonst bin ich echt gearscht. Aber jetzt wissen wenigstens alle, dass sie da unten diesmal ihre Sachen nicht mehr bekommen. Weil das fand ich nicht sehr sozial. So. Ich habe jetzt natürlich fast gar nichts mehr. Das habe ich alles bekommen durch das Runterfallen des anderen da. Ich habe ihm gesagt, die Diamantsachen bekommt er wieder, aber das Eisen behalte ich mir. Ausnahmsweise. Ich bin ja kein Unmensch. So. Jetzt müssen wir hier uns wieder unser komplettes Inventar machen. Das ist dann wieder eine schöne Sache hier. Zack, die Axt kommt hier hin. Daher, daher, daher. Dann daher. Wird. Daher, daher. Jetzt brauchen wir noch die Schaufeln. Daher, daher und daher. Stiggies, Stonies, Holz. Seitdem müssen wir aufladen. Fackeln gehen uns alle ab. Die Erde kommt wieder daher. Haben wir noch die Eisenschaufel irgendwo rumflacken oder haben wir da bloß die Diamantenschaufel? Wir haben bloß die Diamantenschaufel, das heißt, wir werden ein Eisen verwenden. Und uns nochmal eine Eisenschaufel machen. So, jetzt haben wir wunderbarerweise ein Obsidian. Ich habe da schon mal zwei gemacht gehabt. Das ist natürlich jetzt ziemlich sinnvoll. Aber dafür werde ich mit Sicherheit noch einen Platz finden, um sowas zu verwenden. Kackteil, Ficken, Bomsen, Shitty. Und ich werde jetzt meine Eisenschaufel nicht anbraten. Und deswegen machen wir das jetzt so. Okay. Achtung, Tod, Tod, Achtung. Diesmal kann nichts mehr schief gehen. Denke ich mal. Weil was können sie jetzt noch groß machen? Sie können sich direkt runtergraben. Direkt, ja. Direkt. Aber das wird ihnen auch nicht recht viel bringen. Und diese Scheißtür soll zu. So, und das nächste Mal frage ich Tim. Der soll mir dann überprüfen, wer das abgebaut hat. Dann komme ich höchstpersönlich zu ihm. Und werde ihn beklauen. Oder sowas ähnliches. Also, jetzt habt ihr mal gesehen, was ich da jetzt gerade so dingsen. Und mein kleiner Teich. Steht da wenigstens noch alles? Oder wurde ich da auch beklaut? Nein, da steht alles, bis auf die Moossteine, die sich da einer wunderbarerweise rausgenommen hat. Alter, ihr seid alles solche 12- oder 11-jährigen Noob-Wichser-Kinder, hä? Idioten. Na, wer so ein Scheißhaus baut, hä? Boah. Das kotzt mich alles an. Okay. Jetzt noch ein paar Fackeln und dann war's das für heute, würde ich mal sagen. Genug aufgeregt. Ich werde das Black Ops spielen, um mich noch mehr aufzuregen. Ist immer ein guter Punkt. Und ja.
Zack. Und das war das Falsche. Wir brauchen da noch 36. Wir hätten 30 gebraucht. Das heißt, wir nehmen jetzt Kacke. Okay. Wunderbar. Und ich habe jetzt gerade beschlossen, da draußen auch noch eine Druckplatte hinzulegen, weil mich das ankotzt. Okay. Ja, das ist wieder der andere Server. Dann schauen wir doch mal noch kurz, was sich hier getan hat. Ob hier auch wieder ein paar Idioten umeinander sind. Oder ob es hier auch mal vernünftige Spieler gibt. Wow, jede Menge Holz. Wieder schön aufgeforstet. Ich mische mich unter die Admins, ich mische mich unter die Admins. Ich tue so, als wäre ich wichtig. Oh nein, ich habe meinen Kompass vergessen, weil sonst könnten wir. Ach, Kacke, da muss ich ja Strunter und Redstone holen. Nein. Das dauert so lange. Obwohl, ich brauche ihn so und so. Von dem her. Können wir doch gleich nochmal überprüfen, ob es jetzt alles nochmal funktioniert. Eisen nehme ich auch gleich noch ein paar mit. 1, 2, 3, 4. Ist dann eh schon wurscht. So, erst nochmal überprüfen. Wunderbar. Zack. Und ich habe beschlossen. Das muss ich weiter oben machen. Ja, das muss ich weiter oben machen. Wir werden uns jetzt hier einen Redstone-Kacke holen. Eins. Und ich bräuchte hier vielleicht sogar noch eine Workbench, aber die steht ja da drüben. Zack, zack. Und das will ich dann jetzt nicht anfangen, was ein totaler Schwachsinn ist. So. Und da, und da, und da, und da, und da. Zack, schon haben wir den Kompass. Den legen wir uns gleich mal vorne ins Inventar rein. Auch wenn ich weiß, dass es nicht geht, dann kann ich wenigstens so tun. Was mir viel bringt. Bringt. Home. Warp. Abbau. So. Ich bin ein Super Size Me. Batman. Wo sind die anderen? Nee, 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 geht nicht. So eine Überraschung. Oh, da ist einer stark unterwegs. Und die haben alle keine Skins. Was sind das für ein Kack? Ach, mein Scheißteil funktioniert schon wieder nicht. Nee. Ich will Adminrechte. Tim, können wir doch nicht was machen? Und da hat schon wieder so ein Idiot das vergeigt, oder? Da darf nichts hin, da muss was hin, da darf auch nichts hin und jetzt ist es eh schon wurscht. So. Da darf normalerweise auch nichts hin. So. Seid alle behindert. So. Wunderbar. Was der da gemacht hat, frage ich mich gerade ernsthaft. Denn unsere Sandabbaustelle liegt ja da vorne. Lol. Ich sehe nichts. Ihr seht wahrscheinlich auch nichts. Aus diesem Grund werden wir uns wieder auf Warp-Abbau begeben. Und sehen, dass hier irgendwas ist. Was verbirgt sich hier im Untergrund? Oh, ich habe mir letztens Silent Hill angeschaut. Der Film ist auch einfach nur geil und ich habe irgendwie das Gefühl, Kies ist für mich immer so ein Teil, bau irgendwas weg und dann fällst du runter.
Ja, wunderbar. Ich würde mal sagen, für heute war es das. Wir haben nicht recht viel erlebt. Ich bin nicht recht groß rumhergegangen, was ich eigentlich vorhatte, um mal hässliche Häuser zu zeigen. Und der hat auch da Lava drin. Cool. Aber ich denke, es hat schon gepasst. Ich habe meine Rache und meinen Ärger hoffentlich freien Lauf gelassen. Und irgendwie spinnt meine Tastatur. Das sieht cool aus. Dass das nicht zum Fackeln anfängt, frage ich mich. Ah, okay. Was von FB? Ich würde dann noch das untere Teil auch hinmachen, weil sonst sieht es besser aus. Das Teil kenne ich schon. Das Teil kenne ich auch schon so halb. Aber das Teil da hinten kenne ich noch gar nicht. Und das Teil kenne ich auch noch gar nicht. Einfach nur irgendwie hochgebaut. Wehe, das ist bloß so ein Sinn. Grundstück Nummer 20. Wehe, es ist nur so ein sinnloses Kackteil. Weil bis jetzt sieht es nicht besonders toll aus. Fenster. Ich hoffe mal, da sollen überall ein Fenster rein. Aber das sieht schon mal vielversprechend aus. Ja, das hat was. Und der hat sich hier schön viele Bäume angepflanzt. Was man hier auch braucht, wenn man sich das so ansieht. Blub, blub, blub. Ey, jetzt ist mir gerade ein cooler Gedanke gekommen, einen geheimen Versteck zu öffnen. Aber irgendwie habe ich so leicht das Gefühl, dass das hier nicht mehr zu seinem Area gehört. Ja. Dachte ich mir schon fast. Aber ich bin kein so ein Arsch, der alles kaputt macht, einfach nur, um runterzukommen. Und das war nicht ich, wie ihr gemerkt habt. Aber es sieht nice aus, auch wenn die jetzt hier nicht mehr rauskommen. Aber es hat was. Kann ich darüber? Nein. Doch, ich kann darüber. So, zukünftiges Projekt. Automatischer Bahnhof. Aha. Eingang Untergeschoss. Okay, die Viecher haben was. Ist da auch kein Glas drin? Nein, da ist Glas drin. Ach du Kacke. Tiefer Untergeschoss, okay. Ja, also schade. Ich vermute mal das Gleiche. Vor allem die Treppen gefallen mir sehr gut. Es hat einen schönen Style. Ich vermute mal, das sollen hier alles noch Räume werden oder so. Und dass das dann sowas wie ein Hotel vielleicht wird. Wir begeben uns hier einfach mal bis nach oben durch. Und vielleicht können wir dann von oben runterspringen und vielleicht sogar bei uns hinten in die Lava. War ein Witz. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. La la la. La la la. Wow, wir sind schon da. Ging ja total schnell. Was echt übel wäre, ein so ein Glasteil fehlt und alle anderen drunter auch. Das wäre Hammer. Krasse Scheiße. Und dann, wenn es drunter fällt, bist du auch tot. Ich finde es schöner, wenn er Fenster reingemacht hätte. Also überall Glasfenster. Hätte was. Okay. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute mal von diesem Minecraft Together. Schauen nochmal nach unten, ob auch alles passt. Damit ihr diesen Anblick nicht vergessen werdet. Wer sich darunter baut, wird sterben. Das soll euch eine Warnung und eine Lehre sein. Mein eigener Tod. Das dachte ich schon, die laufen auf meinem Dach rum. Können sie gern machen, aber sie kommen eh nicht weiter als bis da oben hin. Außer ich habe wieder vergessen, die Tür zuzumachen. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Und da wieder raus. Und da wieder rauf. Aber das sieht einfach kacke aus, wenn ich das mal so sagen darf. Wer immer du bist, es sieht nicht gut aus. Du magst es vielleicht mit guten Absichten gemacht haben, aber bist du da?
Nö. Ausnahmsweise mal. Okay, dann würde ich mal sagen, danke. Und damit meine ich jetzt, hallo? Chat, hängst du? Hast du 14? Irgendwas passt da nicht. Irgendwas passt da ganz gewaltig nicht. Danke. Danke. Also, jetzt hat. Lol. Jetzt geht's. Bodenaufnahme fertig. Ja, gleich, Gemont. Gleich. Und damit es auch so ist und bleibt und wird und sein, will ich mal sagen. Nein. Tschaußen. Bis morgen. Oder mal übermorgen.